So, willkommen bei einer weiteren Folge von die Reeperbahn-Simulation. Ich hatte ja schon gesagt, wir wollen mal so ein Event so planen hier. Das machen wir jetzt auch mal. Wir gehen mal in die VIP-Lounge und gucken, was wir hier haben. VIP-Lounge Schaumparty, Pokernacht, VIP-Lounge Darknet. Ich wäre für die Schaumparty. Mal gucken. Schaumparty Traum. Okay, das heißt, wir haben schon generelle Kosten. Können hier das Catering besser machen. Personal erhöhen. Oh, das sieht ja direkt rein. Dekoration erhöhen. Presse erhöhen. Die Presse ist wahrscheinlich etwas Interessantes. Das machen wir. Presse machen wir 500. Die investieren wir mal 580 Euro. Wir sind ja noch auf einem sicheren Weg. Wir müssen diese 580 aber auch reinbekommen. Heute mit Buchung nur von 6 bis 20 Uhr möglich. Gut, dann warten wir ab, bis es gleich 6 ist in 10 Minuten. Und zwar jetzt. Jetzt können wir das buchen. Das ist gebucht. Wir machen heute eine die Pauli Schaumnacht. Und ich bin gespannt, ob sich das am Ende rentiert. Ob wir da bei den Specials ordentlich was holen werden. Oh, das da oben sieht gar nicht gut aus. Schmutzig. Und da werde ich jetzt direkt auf luxuriös gehen und auf 5 D-Mark hier erhöhen. Oh, sehen wir unser Geld wieder runtergehen, was mir ja gar nicht so gut gefällt. Bin mal gespannt, ob wir heute ordentlich was machen werden wegen dieser Schaumparty. 3 Kunden hatten wir schon. Die sind alle noch luxuriös, das ist super. Unseren Tänzerin, denke ich mal, geht es auch gut. Man, gut, man könnte noch eine Dusche kaufen. Ah, das Geld, das behalte ich lieber was für was anderes. Das kommt später noch hinzu. Man muss ja nicht sehen, dass es hinter den Tresen nicht so schön aussieht bei uns. So, was ist denn hier mit der netten Party? Da kam jetzt gerade der vierte rein. Also, mindestens 580 müssen wir durch Specials machen, sonst würde ich sagen, hat sich das erstmal nicht gelohnt. Kurz mal gucken, wie die erwarteten Besucherstatistik. Jetzt sind wir bei den Specials, ne? Die erwarten ein bisschen mehr. Das ist nicht zufriedenstellend eigentlich. Showkabinen gehen auch ein bisschen runter. Besucher werden weniger. Liegt das jetzt hier, muss man sich ja die Frage stellen, liegt das hier dran, dass unsere Preise generell zu hoch sind? Bin mir da unsicher. Wir können es ja mal testen und auf 2x2 gehen. Wobei mir ja der liebe Sascha gesagt hat, Junge, du musst denen ordentlich was abnehmen. Ich glaube, am nächsten Tag gucke ich mal nach, wie das aussieht. Cobra bin ich immer noch nicht dafür, dass wir uns den holen. Aber ich bin dafür, dass wir uns vielleicht mal überlegen, einen Lockvogel zu arrangieren. Ich weiß nicht. Doch, ich bin dafür, dass wir den Cobra ausprobieren. Auf jeden Fall auf Stufe 1. Der kriegt ja seine 100 Piepen. Das sollte ja drin sein. Jetzt bin ich zur Davidstraße gegangen. Wir machen bewusst relativ wenig, was mit dem anderen hier zu tun hat, weil wir jetzt auch erstmal etablieren müssen, dafür sorgen müssen, dass unser Laden läuft. Das war nämlich meiner Meinung nach der Fehler beim letzten Mal. Wir haben einfach einfach produziert, weitergemacht etc. Und das war im Endeffekt, ja, war nicht gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Cobra, der uns vielleicht noch ein paar mehr Leute bringt. Wir haben etwas billigere Preise hier. Vielleicht erhöht das auch wieder unseren, also für die Leute, das Verlangen hierher zu kommen. Ich weiß es gar nicht. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen, ob das mit den Specials sich gelohnt hat. Das kann man ja hier mal gucken. Naja.
Schlecht war es nicht, aber ich hätte mir dann schon gewünscht, dass die 580 Euro dann da wenigstens reingekommen. Schuhkabinen werden hier gerade hochgehandelt, aber das ist immer so eine Sache. Besucher haben wir wahrscheinlich mehr. 6 Uhr haben wir gleich, dann wollte ich mir mal angucken, wie es an den Häfen aussieht, ob wir da zufällig heute ziemlich viel erwarten. Gehen wir gleich hin, wenn es tags ist. Und zwar, jetzt gehen wir dahin. Zu den Landungsbrücken, Kapitän ansprechen. Oh, heute ist viel los. Da machen wir das mal mit dem Blockvogel. Ich würde sagen, wir haben letztes Mal 85 Euro investiert. Jetzt investieren wir hier mal 250 Euro für den heutigen Tag. Wir testen noch so ein bisschen. Also, das heißt zusätzlich, wir müssen eigentlich heute 750 Euro einnehmen, damit wir praktisch auch wirklich zufrieden sein können. Beziehungsweise unsere Ausgaben gedeckt haben. Zufrieden bin ich dann noch lange nicht. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Also mein Ziel ist es ja, weg von Uschis Kredit, also überhaupt nicht dahin zu gehen. Und ich habe es auch mal getestet, nachdem ich den Absturz hatte in Folge 7, habe ich es dann getestet, mal einfach mal über die Truppe von Toms Gang zu machen, irgendwelche krummen Dinger zu drehen. Aber das rentiert sich am Ende auch nicht, wenn man einfach so wenig Geld hat, wie wir jetzt am Anfang. Ist das zu gefährlich, dass man zu viel Geld verliert, deshalb mache ich das gerade auch nicht. So, wir sind schon heute, 14 Uhr, ist unser Stand, dass wir bei, joa, wie kann man sagen, 440, 450, 600 sind, also gar nicht mehr so weit weg von dem, dass wir uns eigentlich hier bei 0 befinden. Und dass wir es jetzt auf 2 Euro oder 4 Euro gemacht haben, das werden wir jetzt wahrscheinlich über lange Zeit sehen, ob das uns was gebracht hat oder nicht. Hier haben wir erst 2 Kunden in der VIP-Lounge. Ich hatte sowieso nicht das Gefühl, dass wir so viel mehr Leute jetzt hatten, dadurch, dass wir den Lockvogel hatten. Können wir mal gucken, ob das hier sich irgendwie niederzeigt in der Besucherstatistik. Nö, also das ist jetzt nicht, das ist jetzt mit 33 ist das auf keinen Fall mehr. Die Showkabinen gehen dafür wieder ein bisschen hoch. Und genau das ist ja das, was wir wollen. Die Showkabinen ein bisschen antreiben. Hat das... Also man könnte jetzt schon mal fast sagen, das hat was gebracht. Preislich runterzunehmen. Specials dagegen, ne, sind geschrumpft ordentlich. Jetzt im Moment... Ist ja einiges los. Ja, und wir haben auf jeden Fall das, was wir investiert haben, wieder rausbekommen. Na nee, wir müssen ja mehr. Nichts 550. Ich habe ja noch den Kurbacher eingestellt, fällt mir gerade auf. 300. Da oben auch nochmal dran. Wir müssen mehr. Wir müssen mehr machen. Das ist eben das Blöde, dass diese Statistik nicht so schön ist hier. Das kann man auf jeden Fall besser machen. Im VIP-Bereich läuft heute echt nicht so gut. Ah, die ganzen Matrosen haben wahrscheinlich nicht diese 50 D-Mark dafür. Aber was hier in unserem Showkabinen abläuft, das gefällt mir. Ja, Specials hat heute auch schon jemand genommen. Wir werden wieder am nächsten Morgen mal wieder zu den Landungsbrücken gehen und gucken, was da los ist. Ich gucke mal, vergleiche jetzt mal die Statistiken.
Ja, leicht angeölt. 40 Stück. Was mir hier gefällt, die 720 Specials war jetzt nicht. War jetzt mit 300 noch in Ordnung. Aber es ist halt eine dauerhafte Einnahmequelle, die wir da haben mit der VIP-Lounge. Das hatten wir beim letzten Mal nicht. Und die hilft uns wahrscheinlich noch so ein bisschen bekannter zu machen, unsere Attraktivität zu erhöhen, auch wenn wir jetzt nicht die schönste Bühne haben oder keine Lichtershow. Braucht man ja nicht vielleicht. So, wir gehen mal zur Davidstraße raus und zu den Landungsbrücken. Kapitän ansprechen. Oh, heute ist ordentlich was los. Also heute, ich möchte heute investieren wieder 250 Euro. Die sollen ruhig alle kommen. Und ihr Geld da lassen. Über unseren Lockvogel. Kann man das hier schon in den Statistiken sehen, dass heute was geplant ist, dass es heute mehr los ist? Nö, noch nicht. Wenn wir nur 19 Besucher haben am Tag, dann bin ich traurig. Oh, hier haben wir schon fünf Kunden gehabt, ja. Super, kann man dazu nur sagen. Wir gehen mal raus. Hier zum Beispiel, ihr wisst ja, Regina Eros, da konnte man Kleidung kaufen für seine Tänzerin. Da könnten wir jetzt auch eigentlich investieren, 1000 Euro, um mal da hochzugehen. Aber ich finde, die 1000 Euro sollten wir uns auch erst verdienen. Das ist das, was wir machen sollten. 6000 ist schon ziemlich wenig. Wir hatten bisher zum Glück keinerlei Sabotage und so gehabt. Also ich finde, wir sollten da ganz gezielt dran gehen dieses Mal. Klar, das wird wahrscheinlich unsere Mädels noch interessanter machen und so weiter alles. Aber wir brauchen auch diese Kohle erstmal. Deshalb warten wir ab. Wir gucken mal, wie viel hier los ist. Wie viel wir durch die Automaten verdienen. Also eben alles ein Stückchen besser machen als beim letzten Mal. Und halt, was halt immer ins Gewicht fällt. Wenn diese Kabinen hier schmutzig werden. Oder nicht mehr so gut sind. Dann haben wir schon 65... 70 Einnahmen durch die Videokabinen. Hier schon 300 heute. Und für 16 Uhr ist das top. Also haben wir heute wirklich einen guten Tag erwischt. Ja, für 16, 17 Uhr stehen wir schon bei so viel. Das ist in Ordnung. Abends kommen wir immer die meisten. Das sieht man jetzt auch schon hier. Uhr wird wieder irgendwas abgezogen. Schutzgeldtruppe. Genau, 200 Euro. Euro. Oh Mann. D-Mark. Aber wir werden heute auf jeden Fall mit einem Plus rauskommen. Und das ist wichtig. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge. Auch wenn jetzt nicht immer so viel passiert, ja. Vielleicht findet ihr das irgendwie langweilig oder so. Es ist halt besser, nicht so viel zu investieren hier in dieses Spiel. Und einfach mal gucken, dass sich das alles entwickelt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Mir macht es immer noch wahnsinnig Spaß. So, ich speichere eben schnell ab. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Die Reeperbahn. Freut euch!